Dieser Fall findet im April 2011 in Glasgow, Schottland statt. Linda Spence war eine 27-jährige Frau, die sich als selbstständige Finanzberaterin ausgab. Sie führte eine Hypothekenmaklerfirma und ein Immobilienvermietungsgeschäft in Glasgow. Trotz dieser beeindruckenden und angesehen klingenden Titel war sie tatsächlich eine Betrügerin. Sie war bankrott, hatte hohe Schulden bei sehr zwielichtigen Personen und war häufig in betrügerische und kriminelle Aktivitäten verwickelt. Die Polizei kannte Linda bereits 2011, da sie mehrere Betrugsfälle untersuchte, die mit ihr in Verbindung standen. Berichten zufolge hatte sie auch eine Beziehung zu einem albanischen Kriminellen, einem Mann, der in Verbrechen wie Menschenhandel verwickelt war. Durch diese Aktivitäten geriet Linda in Kontakt mit zwei schottischen Kriminellen, Philip Wade und Colin Coates. Diese beiden Männer waren im illegalen Drogenhandel tätig. Colin Coates war eine äußerst eigenartige Persönlichkeit. Er wurde am 3. September 1970 geboren und wuchs in Glasgow auf. Mit etwa 16 Jahren strebte er eine Karriere in der Computertechnik an und begann für die Civil Aviation Authority zu arbeiten. Diejenigen, die Colin kannten, sahen ihn als eine Art Computerfreak. Irgendwann entschied er, dass er versuchen wollte, ernsthaftes Geld zu verdienen, und strebte eine Karriere im Investmentbanking an. Er arbeitete für mehrere Unternehmen als Systemadministrator und unterstützte Trader bei großen Projekten. Er wurde unglaublich wohlhabend und verdiente in den 90er Jahren rund 200.000 Pfund pro Jahr. Colin lernte eine Frau namens Angela kennen und heiratete sie. Das Paar bekam gemeinsam drei Kinder. Klischeehaft ausgedrückt schien Colin ein perfektes Leben zu führen. Doch die ersten Anzeichen dafür, was Colin werden würde, traten im Jahr 1999 auf, als er von der Polizei in London festgenommen wurde, nachdem er seine Frau angegriffen hatte. Das Paar lebte eine Zeit lang in London, entschied sich jedoch schließlich, nach Glasgow zurückzukehren, wo Colin als Immobilienentwickler arbeitete und auch in diesem Bereich außerordentlich erfolgreich war. Er prahlte oft BI seinen Freunden mit seinem Erfolg und erzählte ihnen, dass er niemals in irgendetwas gescheitert sei. Doch diese Arroganz sollte ihm bald zum Verhängnis werden. Sein Leben geriet außer Kontrolle und führte ihn auf einen Abgrund aus Alkohol und illegalen Substanzen. Mit diesen Suchtmitteln wurde er zunehmend gewalttätiger. Bei einem Fußballspiel geriet er in einen Streit mit einem Mann und griff ihn schließlich an. Seine Sucht bereitete große Probleme in seinem Familienleben und 2007 trennten sich Colin und seine Frau Angela. Kurz nach der Trennung griff er Angelas Schwester auf offener Straße an. Während er sie verprügelte, versuchte ein alter Mann, ihn aufzuhalten. Doch Colin drehte sich um und griff auch den alten Mann an. Er wurde auch wegen des Rammens von Angelas Auto und weiteren Vorfällen von extremen Straßenwutanfällen angeklagt. Immer wenn die Polizei ihm auf den Fersen war, floh er in sein luxuriöses Anwesen an der Costa Blanca. Im Jahr 2010 wurde Colin festgenommen, nachdem er einen Passagier im Flugzeug angegriffen und dabei geschrien hatte: "Ich bin Colin Coates, ich bin ein Gangster." Anschließend drohte er damit, das Flugzeug in die Luft zu jagen und Säure ins Gesicht von Kindern zu werfen. Um diese Zeit herum wurde er in organisierte Kriminalität verwickelt und freundete sich mit einem bekannten Dealer namens Philip Wade an. Diese beiden Männer standen in Verbindung mit Linda Spence. Colin gewährte Linda mehrere kurzfristige Darlehen in Höhe von einigen tausend Pfund. Bis 2010 oder Anfang 2011 glaubte er, dass sie ihm rund 80.000 Pfund schuldete. Schließlich präsentierte Linda Colin ein Investitionsprojekt am Flughafen Stansted, das sein Interesse weckte. Sie versprach ihm Millionengewinne. Doch Dinge, die zu gut klingen, um wahr zu sein, sind oft genau das. Und hier war keine Ausnahme. Colin investierte eine große Summe Geld in Lindas Projekt. Es wurde ihm bald klar, dass es sich bei dieser Investitionsmöglichkeit um einen unglaublich ausgeklügelten Betrug handelte. Ende März 2011 wusste Colin mit Sicherheit, dass Linda ihn hereingelegt hatte, und er war zutiefst empört. Colin, der ziemlich eingebildet war und sich selbst für unglaublich schlau hielt, was er zum gewissen Grad auch war, war tief verletzt bei dem Gedanken, um Tausende von Pfund betrogen worden zu sein. Es war ein schwerer Schlag für sein Ego und ließ ihn vor seinen kriminellen Freunden wie einen Narren dastehen. Zusätzlich war auch Colins Freund Philip Wade in der Vergangenheit von Linda betrogen worden. Irgendwann war Philip verhaftet worden und befand sich in Untersuchungshaft. Er hatte Linda kontaktiert und um Hilfe gebeten, indem er ihr 700 Pfund gab,
damit sie Geschenke für seine Kinder kaufen konnte, während er eingesperrt war. Linda gab das gesamte Geld jedoch für sich selbst aus. Colin beschloss, aktiv zu werden. Er holte sich die Hilfe seines Freundes Philip und plante, Linda am 14. April 2011 zu entführen und sie zur Herausgabe des Geldes zu zwingen. Sie setzten ihren Plan um, fanden Linda, hielten sie gegen ihren Willen fest und zwangen sie in ein Auto. Dann brachten sie sie auf den Dachboden einer Wohnung und fesselten sie mit Klebeband an einen Stuhl, klebten ihr den Mund zu, um sie am Schreien und Atmen zu hindern. Sie verbanden ihr auch die Augen, damit sie nichts sehen konnte. In diesem Gebäude wurde Linda 14 Tage lang einer grausamen Folter unterzogen. Colin hatte eine Tasche mitgebracht, gefüllt mit verschiedenen Werkzeugen und Geräten, die unerträglichen Schmerz zufügen konnten. Im Wesentlichen hatte er ein Folterset dabei. Colin begann, Linda brutal zu schlagen, schlug ihr mehrmals ins Gesicht und drückte brennende Zigaretten auf ihre Haut, während er immer wieder wissen wollte, wo das Geld war. Die Männer stahlen ihr iPhone und SIM-Karte und benutzten sie, um ihrer Familie und ihren Freunden Nachrichten zu schicken, um keinen Verdacht zu erregen. Während der 14 Tage, in denen Linda gefangen gehalten wurde, mussten sowohl Colin als auch Philip sich um andere Angelegenheiten kümmern. Deshalb heuerten sie zwei Kleinganoven namens David Parker und Paul Smith an, um Linda im Auge zu behalten. Ihre Aufgabe bestand darin, sie zwischen den langen Foltersitzungen zu bewachen und sicherzustellen, dass sie keine Chance zur Flucht hatte. Es ist unklar, was Linda den Männern erzählte, jedoch würde die Folter in den kommenden Tagen noch intensiver werden. Linda wurde wiederholt mit einem Golfschläger geschlagen und durfte den Stuhl, an den sie gefesselt war, nicht verlassen. Sie musste in ihren eigenen Ausscheidungen sitzen. Colin, der Hauptverantwortliche für Lindas Folter, brachte ein Bügeleisen mit, das normalerweise zum Glätten von Kleidung verwendet wird. Mit diesem Gerät verbrannte er verschiedene Stellen von Lindas entblößter Haut, indem er es längere Zeit darauf drückte. Später griff Colin in seine Tasche und holte eine Schere heraus. Er schnitt ihr einen Finger und ihren Daumen ab. Dann zertrümmerte er mit stumpfen Werkzeugen ihre Kniescheiben und quetschte mit einer Zange jeden einzelnen ihrer Zehen. Tagelang ertrug Linda solche Grausamkeiten. Sie wurde mit stumpfen Gegenständen geschlagen, grausam verbrannt und Zigaretten wurden auf ihre Haut ausgedrückt. Sie war allein und voller Angst, unfähig, um Hilfe zu schreien, während ihre Freunde und Familie Nachrichten von ihrem Handy erhielten und nichts von dem wahren Geschehen ahnten. Am 26. April 2011 traf Colin einen Bekannten von Linda, einen Mann namens John Glenn. Linda schuldete John rund 80.000 Pfund, aber sie bemühte sich, ihn zurückzuzahlen. Es wird angenommen, dass etwa 50.000 Pfund zurückgezahlt worden waren. Die beiden Männer trafen sich und sprachen miteinander. Colin erklärte John, dass das von Linda zurückgezahlte Geld in Wirklichkeit ihm gehörte und er es zurückhaben wollte. Dann sagte Colin John, dass er ihm etwas zeigen müsse. Er zog einen zerknüllten Plastikbeutel aus seiner Tasche, der um etwas gewickelt war. Er öffnete den Beutel und zeigte John einen abgetrennten menschlichen Finger. Der Finger gehörte natürlich zu Linda. Colin zog auch ein A4, großes Buch mit Aufzeichnungen von Linda, heraus und äußerte sein Unglauben darüber, dass John nur etwa 50.000 Pfund von ihr erhalten hatte. Colin sagte, ich habe das zweimal überprüft und Leute lassen sich ihre Daumen abschneiden. Erzähl keine Lügen, ich will mein Geld und ich will es zuerst. Und wenn ich es nicht von dir bekomme, werde ich dich umbringen. Zwei Tage nach diesem Treffen beschloss Colin, dass es an der Zeit war, Linda das Leben zu nehmen. Zu diesem Zeitpunkt musste ihr Körper in einem schrecklichen Zustand sein. Während Linda immer noch an den Stuhl gefesselt saß, in dem sie gezwungen worden war, Platz zu nehmen, klebte Colin ihr den Mund zu und hielt ihr die Nase zu, bis sie aufhörte, in Panik zu geraten und zu kämpfen. Danach machten sich Colin und Philip daran, ihren Körper loszuwerden. Sie zerschnitten sie in zahlreiche Stücke, entfernten ihren Kopf und reinigten jede einzelne Stelle der Wohnung sorgfältig, um sicherzustellen, dass keine DNA-Spuren gefunden werden konnten. Anschließend brachten sie Lindas Körper zu einem unbekannten Ort und entsorgten ihn vermutlich, indem sie ihn unterirdisch begruben. Lindas körperliche Abwesenheit sorgte schließlich bei ihrer Familie und ihren Freunden für große Besorgnis. Ihre besorgten Eltern, Patricia und Jim, meldeten sie am 13. Mai als vermisst und baten die Öffentlichkeit um Informationen. Father's Day this Sunday, please let us know you're safe and well. If anyone has information that can help Linda, please contact us.
Lindas Familie appellierte mehrmals, in der Hoffnung, dass jemand mit Informationen auftauchen würde, die zu ihrer sicheren Rückkehr führen würden. Aufgrund von Lindas zwielichtigen Geschäften spekulierten einige, dass sie aus Sicherheitsgründen das Land verlassen hatte. Es stellte sich jedoch später heraus, dass Linda tatsächlich eine Polizeiinformantin war und Informationen über albanische Kriminelle für die Polizei sammelte. Als die Polizei sich weiter mit Lindas Verschwinden befasste, tauchte immer wieder ein Name auf: Colin Coates. Die Polizei verdächtigte ihn, an ihrem Verschwinden beteiligt gewesen zu sein. Sie vermuteten, dass sie tot sein könnte. Colin geriet ins Visier der Ermittlungen und wurde daher überwacht. Als die Ermittler jedoch versuchten, tiefer in den Fall einzudringen, stellten sie fest, dass Zeugen zu ängstlich waren, um gegen ihn auszusagen. Ein paar Monate später, am 16. August, traf sich Colin erneut mit John Glenn, dem Mann, von dem ich zuvor erzählt habe, dem der abgetrennte Finger von Linda gezeigt wurde und der von Colin bedroht wurde. Nun bedrohte Colin ihn erneut, das Geld zurückzuzahlen. Und John, der um sein Leben fürchtete, stimmte zu, um ihn nicht weiter zu provozieren. Nach diesem Treffen ging John Glenn jedoch sofort zur Polizei und erzählte ihnen alles, was er über das Verschwinden von Linda und den abgetrennten Finger wusste. Die Polizei sammelte weiterhin Beweise und am 28. Oktober, 6 Monate nachdem Linda ermordet wurde, stürmten die Beamten die Wohnung, in der sie getötet wurde. Die Wohnung war fast makellos sauber, aber auf dem Badezimmerboden wurde ein Tropfen von Lindas Blut gefunden und der Stuhl, auf dem sie gequält worden war, wurde im Garten verbrannt aufgefunden. David Parker und Paul Smith, die beiden Kleinkriminellen, die engagiert wurden, um auf Linda aufzupassen, wurden festgenommen. Die beiden stimmten zu, alles preiszugeben, was sie wussten, und sagten als Gegenleistung für mildere Strafen als Zeugen für die Anklage aus. Sie erzählten der Polizei alles über die Folter und den Mord an Linda. Philip und Colin wurden wegen Mordes festgenommen und angeklagt. Die beiden bestritten jede Beteiligung an dem Mord, aber es gab starke Beweise gegen sie. Die Polizei durchsuchte die Handydaten von Colin und Philip und konnte sie während der 14 Tage, in denen Linda gefoltert worden sein könnte, am Tatort verorten. Nach der Festnahme von Colin wurde der Öffentlichkeit ziemlich merkwürdiges Filmmaterial von ihm gezeigt. I went up to drop off some inspiration, right? And as I went to drop off the inspiration, she handed me something back. So I went and left for a few hours with my mate Mark, got absolutely tarted. Turned up at the door later on. She who must not be named was there, right? That's when I turned up. Mm-hmm. And I turned up just in a pair of stockings. Young men for extortion, abduction, tying up. Only during funerals, bar mitzvahs, call 1-800-SUPER-MONEY. See you, bye! Die Polizei versuchte, nach Lindas Leiche zu suchen, aber weder Colin noch Philip wollten ihnen etwas sagen. Der Prozess würde bald beginnen und es stellte sich heraus, dass Smith und Parker jeweils 10.000 Pfund bezahlt worden waren, um auf Linda aufzupassen, nachdem sie entführt worden war. Paul Smith behauptete, dass er getäuscht worden war und ein Versteck zur Verfügung gestellt hatte, in dem Philip und Colin sie festhalten konnten. Er behauptete, Linda sei lebendig gewesen, als er sie das letzte Mal sah, aber er hatte zu viel Angst vor Colin, um sie freizulassen. Er sagte weiter: Ich hoffe, dass Lindas Leiche gefunden wird, um ihrer Familie willen. Während des Prozesses wurde Colins Vergangenheit aufgegriffen. Der Staatsanwalt sagte: Sie waren ein wohlhabender Mann. Was ist passiert? Colin antwortete, indem er sagte: Es gab Probleme in meiner Ehe, die verheerende Auswirkungen hatten. Mir wurde der Zugang zu meinen 3 Kindern verwehrt und das habe ich schlecht verkraftet. Er erzählte der Jury, dass er nach der Trennung stark getrunken und illegale Substanzen genommen habe. Er behauptete, dass diese Dinge ihn als Person absolut ruiniert hätten. Im Verlauf des Prozesses beteuerten sowohl Colin als auch Philip ihre Unschuld, doch die Jury glaubte ihnen nicht. Beide Männer wurden des Mordes an Linda für schuldig befunden. Colin erhielt eine lebenslange Freiheitsstrafe mit einer Mindestverbüßung von 33 Jahren, während Philip zu lebenslanger Haft mit einer Mindestverbüßung von 31 Jahren verurteilt wurde. Der Richter bezeichnete Colin als äußerst skrupellosen und gefährlichen Mann,
der die treibende Kraft hinter Lindas Folter und Mord gewesen war. Der Richter sagte, Sie sind zweifellos ein Mann mit einigem Intellekt, der gewissen Erfolg erzielt hat, aber Sie sind manipulativ, hinterlistig und grausam. Sie werden nicht zwangsläufig nach 30 Jahren entlassen und möglicherweise niemals entlassen werden. Es wird berichtet, dass weder die beiden Täter Emotionen zeigten, als ihnen ihre lebenslangen Haftstrafen verhängt wurden. Sowohl Parker als auch Smith gaben zu, Linda als Geisel gehalten zu haben, und sie wurden jeweils zu 11 Jahren Haft verurteilt. Nach ihrer Verurteilung versuchten Colin und Philip Berufung einzulegen, doch diese Berufungen wurden schnell abgewiesen. Im Laufe der Jahre haben die Polizei nach Lindas Leiche gesucht, jedoch ohne Erfolg. Doch 12 Jahre später, im April 2023, gestand Colin, Linda getötet zu haben. Er schrieb einen Brief an Lindas Mutter, in dem er Folgendes schrieb. Ich fühle mich verpflichtet, Patricia Spence einige Hintergrundinformationen mit Blick auf die Suche nach den Überresten ihrer Tochter zu geben. Der Groll von Lindas Mutter gegen mich ist zu erwarten. Ich habe ihre Tochter gefoltert und getötet. Er fährt fort zu sagen, dass er der Polizei bei der Suche nach Lindas Überresten helfen werde und ihnen einen Ort nannte, an dem sie suchen können, damit ihre Familie ihr eine angemessene Bestattung geben und etwas Abschluss finden kann. In diesem Brief fügte Colin hinzu, ich hoffe, dass die Polizei bei der Untersuchung dieses Feldes erfolgreich sein wird, um Lindas Überreste ihrer Mutter zurückzugeben. Ich hatte nicht die Absicht, dies zu tun, aber ich habe es getan und ich habe es alleine getan. Ich habe Philip Wade vor kurzem eine Leiche präsentiert. Ich habe mich bei ihm entschuldigt, aber er hat es nicht angenommen. Ich bin sicher, dass eine Entschuldigung an Lindas Mutter auf eine ähnliche Reaktion stoßen würde. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wurde Lindas Leiche noch nicht gefunden. Was halten Sie von diesem Fall? Es ist wahrhaftig erschreckend und grausam. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass jemand so böse sein könnte. Ich hoffe, dass Lindas Überreste bald gefunden werden, damit sie in Frieden ruhen kann. Das ist alle Informationen, die ich zu diesem Fall habe. Vielen Dank fürs Zuschauen und die Unterstützung. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Video.